Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Quint E, dein Podcast für mehr Lebensqualität mit Beatrice Bürger. Spezialwissen, Lebenstipps und Interviews mit interessanten und hochbetagten Menschen. Tauche ein in Lebensgeschichten, lerne aus Erfahrung, lausche Weisheiten und nimm dir die Quintessenz für dein Leben mit. Ein kleiner Hinweis für dich. Beatrice und ihr Interviewpartner saßen an unterschiedlichen Standorten. Das Gespräch wurde über das Internet aufgenommen. Hierbei kann es gelegentlich zu Störgeräuschen kommen. Danke für dein Verständnis. Teil 1. Herzlich willkommen bei dem Podcast Quintessenz. Mein Name ist Beatrice Bürger und wir schauen uns Menschen an, die ihre Quintessenz teilen möchten, die über Mut sprechen, die wunderbare Sachen im Leben erlebt haben, also von der Angst oder von schwierigen Situationen hin zu etwas, was man vorher gar nicht erahnen konnte. Und ich habe heute im Gespräch Patrick Herrmann und jetzt kommt zuallererst erstmal die Anmoderation, dass ihr überhaupt wisst, wer ist Patrick? Und da könnt ihr euch vorstellen, ja, er ist vom Schulversager zu einem Ausbilder bei der Bundeswehr gekommen. Dann war er Tätowierer, Kommunikationstrainer, Sozialarbeiter. Er war Leistungssportler und ist heute einer der Top-Speaker überhaupt in Deutschland. Und zwar zum Thema Mut. Also was passt besser heute hier in diesem Podcast als den Top-Speaker über Mut überhaupt? Und ich habe vorhin gerade erfahren, dass es noch gar kein Experten in Deutschland gibt, der über Mut sprechen kann, so wie du. Hallo Patrick. Hallo. Schön, dass ich da bei dir sein darf. Ich finde übrigens deinen Titel sensationell, Quintessenz. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich finde das, was du tust, also Mut hat ja mittlerweile so einen leichten Touch von nicht so positivem Image, weil das so oftmals dahergesagt wird. Aber ich finde einfach, dass du total mutig bist, als Mann so eine Geschichte zu haben und rauszugehen und es einfach zu machen. Ich bin ja hier gerade in Costa Rica und ich würde dich jetzt einfach fragen, wenn wir uns nicht kennen würden und wir würden da drüben am Strand uns begegnen, was würdest du mir übermitteln? Wer bist du überhaupt? Also ich würde da gar nicht so groß ausholen. Erstmal bin ich interessiert an der Beziehung zum Menschsein. Also ich würde in erster Linie immer erst sagen, ich bin Mensch irgendwo. Ja? Also das Mutstifter ist natürlich ein toller Begriff, ein tolles Wort. Mutexperte streichelt die Seele vielleicht. Pinselt ein bisschen den Bauch, ja. Das ist so ein bisschen, das ist Marketing, ja. Das ist, finde ich okay, weil ich hart und lange dafür gearbeitet habe. Aber das ist letztendlich nicht das, was ich bin. Ich glaube, ich bin jemand, der ziemlich weich ist und ziemlich glücklich, dass er das auch leben darf. Also, denn ich bin aufgewachsen mit dem Glaubenssatz, du darfst nicht zu deinen Gefühlen stehen, du darfst nicht weinen, ein Mann macht das nicht und so weiter und so fort. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich überhaupt mich mit dem Thema Mut auseinandergenommen habe oder auseinandergenommen ist auch gut, damit befasst habe. Auseinandergenommen trifft es übrigens wirklich ganz gut. Denn ich habe irgendwann festgestellt, dass also ob das die Geburt meines Sohnes war, meiner Tochter oder ob das der Verlust meines ersten wirklich wichtigen Menschen war, ne, dass ich wirklich nicht den Mut hatte, zu meinen Gefühlen zu stehen. Und damit hat letztendlich alles angefangen. Und ich wollte mir nicht mehr vorschreiben lassen von irgendwelchen Normen oder gesellschaftlichen Werten, dass ich das nicht zu tun habe. So. Und damit hat letztendlich alles angefangen. Und das war der Geburtsstunde von dem Thema für mich, Mut. Und Mut kann alles sein. Ja, und vor allen Dingen, du hast es gerade selber auch gesagt, du bist ja zu dem Ganzen, was du vor allen Dingen auch in deiner beruflichen Lebensbahn erlebt hast, auch noch Familienvater. Ja, genau.
Ja, und ich habe, und das, das, was du vorgelesen hast, das ist ja wirklich nur der, der, ich sag mal, der gröbste Teil, ne? Also was ich alles schon gemacht habe, ich habe halt lange nicht gewusst, was ich eigentlich möchte und was ich eigentlich kann. So, und ich habe das große Glück gehabt, gute Menschen um mich zu haben und die auch zu suchen, die mir dann irgendwann mal gezeigt haben, was ich wirklich liebe. So, und das ist, ja, das ist für, mit keinem Geld der Welt bezahlbar, ne? Also seitdem ich mit Menschen arbeite, als ob es jetzt als Coach ist oder als Trainer oder Vorträge halte, mir scheint halt immer die Sonne aus dem Hintern dabei, weil es einfach so unendlich viel Spaß macht, andere Menschen wachsen zu sehen. Wenn da was entspringt oder wenn da eine Idee und also das ist für mich das Allergrößte. Und vor allen Dingen natürlich, wenn sie mutiger werden. Ja. Also, ja. 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 Oh, es geht gerade runter wie Butter. Also ich habe das gestern vielleicht ein Beispiel gestern erst wieder in einem Workshop erlebt. Ich arbeite immer noch mit dem ersten Träger, also mit dem, der mich sozusagen entdeckt hat, ein wahnsinnig wichtiger Mensch in meinem Leben, der das erste Mal gesagt hat, Patrick, ich glaube, du kannst unglaublich gut reden, du kommst in Beziehungen mit Menschen und das ist irgendwie dein wahres Potenzial, warum lebst du das nicht so? Ne? Und ich habe gesagt, das hat mir noch nie jemand gesagt. Bis jetzt haben immer alle gesagt, halt die Klappe, du redest zu viel. und der arbeitet bei einem Träger, bei einem Verein sozusagen. Ja. Und da habe ich angefangen, tatsächlich meine ersten Gehversuche als Trainer zu machen. Und ich mache heute immer noch, auch wenn die das sich eigentlich nicht leisten können, kann ich Seminare für die machen, weil ich das einfach, ja, weil ich denen das einfach schuldig bin, so, ne? Und weil ich das gern mache. Und das heißt, ich mache hin und wieder auch Seminare mit Jugendlichen wieder. So, und ich habe gestern einen Workshop gemacht zum Thema, was ist eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Das war so das Thema. Es ging so Fit for Life, ja, in diese Richtung. Mhm. Und ich hatte einen Mitschüler, der war vielleicht 16, und der hat am zweiten Tag, hat er sich nach langem, also man hat richtig gesehen, wie er mit sich ringt. Ja, er will eigentlich was hören, es ging um Feedback, aber er wusste irgendwie, das wird für ihn ganz schön schwierig. Und ich habe gesehen, wie er die ganze Zeit sich windet und so. Und irgendwann kam er dann doch. Und er hat sich getraut, zu seinen Gefühlen zu stehen, vor allem, obwohl diese Gruppe bis dahin nicht gut umgegangen ist damit. Also obwohl das wirklich, der wusste, das kann ganz schön ausgenutzt werden, können über mich lachen, was auch immer. Und er hat sich getraut. Und das sind so Momente, wo ich denke, boah, Wahnsinn, ne? Also das ist deine Qualität, glaub mir, egal was irgendwer anders sagt, das ist deine Stärke, dass du dazu stehen kannst und den Mut halt hast, zu deinen Tränen zu stehen oder so. Ja. Und das sind Momente, die ich halt echt liebe, weil sie mich auch geprägt haben, weil sie mich auch weitergebracht haben. Ja. Dann komm mal doch gleich mal hin, du bist jetzt gerade bei den Jugendlichen. Wie war das denn damals bei dir? Du bist ja, du siehst dich, ja, wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt 39. 39, siehst du mal, ich habe ja sogar 100-Jährige bei mir im Interview. Und da kommst du ja noch lange nicht hin, aber bei dem, was du alles gemacht hast, wie war das denn, als du Kind warst und als du zur Schule gegangen bist? Wenn du mal zurückschaust, was hat dich denn da geprägt? Wer war denn da so zum Beispiel deine Bezugsperson? Mein erster Gedanke, der gerade aufkommt, war Michael Jordan. Also ich war ja sehr viel Basketball trainiert und so. Das waren schon so Sachen, die mich geprägt haben. So Leute, wo ich immer sagte, da will ich mal hin oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Ansonsten, was ich aber jetzt in der Rückschau sozusagen erlebt habe, sind natürlich meine Eltern gewesen, die mich unglaublich geprägt haben. Im Positiven, wie aber auch im Negativen. Ne? Also das heißt, mit meinem Vater habe ich jetzt nicht so die mega engste Beziehung. Ja? Also wir sehen uns vielleicht einmal im Jahr oder sowas. Ne? Aber trotzdem hat er mich unglaublich geprägt. Also Storytelling als Keynote-Speaker, ja, das kann ich nur, weil mein Vater mir das immer vorgelegt hat. Das habe ich aber auch erst sehr spät erkannt. Ne? Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kriegt man auch auf einmal nicht nur die negativen Dinge mit, sondern man findet auch positive Sachen. Und ja, das hat mich geprägt. Was einfach nie gestorben ist, ist die Neugier. Also ich glaube, das ist nie kaputt gegangen. Also das
Wobei für ein paar Jahre wahrscheinlich schon. Also die ist irgendwann einfach wieder entflammt. Ne? Ich glaube schon, dass sie ein paar Jahre verschüttet war, die Neugier. Ja. Während der Bundeswehr, würde ich sagen. Okay. Und was hat sie, Entschuldigung, was hat sie wieder hervorgekitzelt? Also ich bin ja zur Bundeswehr gekommen, weil ich nicht die hellste Kerze auf der Torte war. Also wie heute viele, die in Schule versagen, aber schnell Geld verdienen wollen und irgendwie auf eigenen Beinen stehen wollen, gehen die halt zur Bundeswehr. Das ist halt wirklich ein guter Arbeitgeber für sowas halt. Ne? Und noch dazu, wenn man kein Selbstbewusstsein hat und hat auf einmal eine Uniform und man hat auf einmal was auf den Schultern nach einem Jahr, dann kann man halt sagen, ich bin wer. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Also ich kann, und das war bei mir ist mega, das war super. Also das heißt, ich war auf jeden Fall wer. Ich habe erst später festgestellt, dass das alles nur Maskerade ist. Ne? Aber also so bin ich zur Bundeswehr gekommen. Und dann war es aber so, dass ich nach den ersten Jahren, nachdem ich richtig, ich sag mal, auf die Trommel gehauen habe, habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht der wahre Sinn des Lebens für mich, also Party und Saufen und sowas halt. Muss man aber auch mal mitgemacht haben, oder? Ja, also in der Rückschau finde ich es okay, ne? Also ich weiß, was ich nicht mehr brauche, so ungefähr, ja. Also. aber dann habe ich meine Frau kennengelernt. Ja. Und die war deutlich weiter als ich, die ist auch älter. Und dann bin ich in ein Umfeld gekommen von Menschen, die alle viel schlauer waren. Also schlauer im Anführungsstrichen, die waren alle gelehrter. Warte mal. Alles Studierte. Bitte? Wie habt ihr euch denn kennengelernt, wenn ich fragen darf? Was war das für eine Situation? Völlig stumpf in einem Schützenfestzelt. an einer Bar sozusagen. Also es war gar nichts. Okay. Besonders im Sinne von der Location. Wir kommen halt gleich aus dem gleichen Dorf und wir kannten uns über den Basketball, beziehungsweise ich kannte sie schon vorher und so sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja. Du warst auch mutig. Brauchte ich gar nicht sein. Also wir sind vorgestellt worden und ich habe gesagt, Mensch, lustig, ne, ich kenne dich daher und so ist man ins Gespräch gekommen und dann haben wir nicht mehr aufgehört zu quatschen. Und das war so unsere gemeinsame Basis so ein bisschen am Anfang auch so. Ich fand schon immer Menschen, die schlau sind irgendwie, also die intelligent sind, die irgendwie was Geistiges zu geben haben oder so, fand ich immer spannend, immer. So, und so war das wahrscheinlich auch da, ja. Und wie hat sich das entwickelt? Ja, das hat sich dann so entwickelt, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, also es gab eine Situation, ich habe gerne gekocht. Mhm. Und dann sind halt die Kolleginnen gekommen und die Männer und sonst irgendwas, was auch immer, auf Geburtstagen. Und dann kam irgendwann eine Situation, wo ich wirklich nicht mehr verstanden habe, worüber die sprechen. Also weil einfach zu viele Fremdwörter da drin waren. Also regredieren und was der Kuckuck was. Ne? Also, und ich saß dann irgendwann da und habe gedacht, ey, Mann, ey. Ich verstehe kein Wort und es nervt mich maßlos. Also mein Bedürfnis war immer mitsprechen zu können, klar. Ja. Das konnte ich. Also war der Antrieb, um mitsprechen zu können, muss ich offensichtlich meinen Horizont erweitern. Und dann habe ich wirklich angefangen und ich weiß noch, es gab eine Situation, da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich bin dumm und ich werde daran jetzt was ändern. So. Und dann habe ich angefangen, mit 23 oder so war das, habe ich angefangen, meine ersten Bücher zu lesen. So. Also wirklich mir ein Buch zu kaufen und zu sagen, ich lese das jetzt mal. Und da ging die Flamme wieder an, weil mich hat eine Frage immer beschäftigt, warum macht der Mensch, was er macht? Warum tut er das? Mhm. Und dann habe ich mir halt alle Bücher dazu geholt, die das möglicherweise erklären konnten. Und das waren halt viel Psychologiebücher, viel Philosophie auch. Und das hat dann nicht mehr aufgehört, so bis heute. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo ich dann auf einmal mitreden konnte und sagte, regenerieren, ja, ich weiß, warum das ist. Es könnte sein, dass das so. Und dann hat man irgendwie festgestellt, so und ich auch, oh, das ist echt spannend. Ich kann mithalten, ich kann mitdiskutieren, ich kann was weiterbringen. Und ja, da ist so diese Entwicklung wieder, diese Freude an Entwicklung, an geistiger Entwicklung hat da erstmal richtig Feuer gefangen. So, und das, das ist traumhaft. Ja, und du sagst ja auch, das hält ja fortwährend an.
Total. Und es ist, also es ist wie ein Buschfeuer geworden sozusagen. Also ich liebe neue Konzepte. Ich probiere vieles aus. Ja. Sehr gut. Dann von der Jugendlichkeit über die Dummheit. Wenn das so ist. Ich möchte lernen, ich möchte wachsen, saugst du alles auf. Aber was war denn so, okay, es war am Anfang, war das zum Beispiel Michael Jordan, hast du gesagt. Dann waren es deine Eltern oder dein Vater. Dann war es beispielsweise deine Frau. Welche Menschen haben dich dann noch so begleitet, wo du sagst so, wow, der war zum Beispiel wie so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Mentor, aber für dich einfach nur so Vorbildfunktion. Also geprägt auf diesem Wissensweg haben mich Leute wie natürlich Janosch Korczak, dann Viktor Frankl. Das sind so Sachen, die ich spannend fand. Bin kein Experte da, aber diese Bücher und so. Dann natürlich Vera Birkenwil. Also die habe ich wirklich, da habe ich alles zugehört. Ich habe mir alle DVDs, alle Seminare mehrfach angeguckt, weil ich das einfach mega spannend fand. So habe ich Spanisch gelernt. Ja, nach der Birkenbeer-Methode. Mhm. Spannend. Dann ein Sami Molcho ist für mich eine ganz große Bereicherung gewesen. Also sowohl businessmäßig, also weil ich ja ursprünglich Körpersprachentrainer bin, aber auch menschlich und privat. Weil ich bin heute noch mit seiner Frau echt gut befreundet, also befreundet, bekannt. Wir schreiben hin und wieder mal und ich bewundere sie. Ich finde sie mega stark, was sie macht. Es ist eine super starke Persönlichkeit, super lieb. Die ganze Familie, ne? Die haben mich echt geprägt. Ja, und dann war es natürlich auch mein Mentor, den ich da kennengelernt habe. Wer ist dein Mentor, wenn ich fragen darf? Mein Mentor ist Andreas Lukai, den kennt eigentlich kaum jemand. Das fand ich auch immer ein bisschen schade. Aber für ihn ist es okay, er hat seinen Wirkkreis, so sagt er. Und er hat mich zum Beispiel unglaublich geprägt. Er hat vieles in mir geweckt. Ich war halt auf einem Seminar, als ich mein Fachabi nachgeholt habe. Mhm. Bin ich dann auf so ein Kennenlernseminar gefahren. Ich war 32, hatte schon zwei Kinder und musste dann gezwungenermaßen mit meinen 19-jährigen Mitschülerinnen irgendwie in so eine Jugendherberge fahren. Und ich dachte anfangs so, entweder wird das ein Albtraum oder es wird ein lang gehegter Traum. Ich weiß es nicht so, ne? Und das war wirklich der Point, der Tipping Point in meinem Leben. Weil ich saß da in diesem Seminar und habe wie ein Schwamm alles, was er mir so gesagt hat, diese ganzen Konzepte, habe ich aufgesaugt. Und ich kannte schon ein paar davon, aber viele waren noch nicht emotional bei mir gekoppelt. Und und der hat dann irgendwann gesagt, du, ich finde, du hast, dein Selbstbewusstsein hat echt gelitten. Das ist noch nicht so, wie es sein könnte. Ja. Und ich erlebe, das sind so deine Stärken. Und das war wirklich der Erste, der das da gesagt hat zu mir. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, mich auszuprobieren. Ich konnte dann Seminare über 3-4 Jahre lernen, wie man das wirklich macht und nicht Workshop 3 Wochen, Präsenzzeit, Test, fertig, sondern ich hatte wirklich die Möglichkeit, wirklich unglaubliches Wissen und Erfahrung im Umgang mit Gruppen zu sammeln. Und es ist für kein Geld der Welt zu bezahlen. Also ich werde ihm bis ans Lebensende dankbar sein dafür, weil das, das ist einfach. Da merkt man aber bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist eine Mischung aus Menschen, Persönlichkeiten aus deinem Umfeld, sowohl nahestehender als auch wie zum Beispiel einfach nur über Bücher. Und das ist ja etwas, was viele nicht glauben, was das Umfeld mit einem machen kann. Total. Das ist auch immer, also ich sage immer, wenn du was verändern willst, verändere als allererstes dein Umfeld. Immer. Sehr schön. Immer, also das ist für mich eine goldene Regel. Also für mich, also, und das Ding ist, man muss sich halt, und das wissen viele nicht, man muss sich aber auch im Klaren sein, verändere ich mein Umfeld, gibt es kein Zurück. Mhm. Weil wenn ich mit meinem Umfeld auch meinen Geist und mein Mindset und meinen Horizont erweitere, das ist eine Einbahnstraße. Es gibt keinen Weg zurück. Und das habe ich stark festgestellt, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern, ich liebe meine Eltern, auf einer elterlichen Beziehung, ja. Aber verstehen tue ich sie nicht mehr. Also weil das sind einfach, da habe ich mich so weit entwickelt, ich kann es kaum mehr verstehen, warum man sein Leben
ja, so lebt. Weil ich weiß halt, wie viel man erreichen kann. Also ich weiß, woher ich komme und ich weiß, was man alles verändern kann. Also ich habe eine Phobie überwunden. Ich hatte eine Zahnarztphobie. Ich habe, weiß nicht, so viel gescheitert, wenn man so will. Aber es ist ja für mich kein Scheitern gewesen, sondern Lernen im Nachhinein. Mhm. Ich habe jetzt 24 Kilo abgenommen. Ich habe jetzt gerade vor einem halben Jahr habe ich meine Ernährung endlich umgestellt. Also was ich zigmal probiert habe, ist jetzt endlich gelungen. Ich weiß auch mittlerweile, warum das gelingt. Das ist echt spannend. Und jetzt bin ich gerade dran, Minimalismus zu leben. Das ist so ein Konzept, was ich schon immer spannend fand. Ich würde gerne mal irgendwann in einem Tiny House leben, mit nur 100 Dingen, wenn es geht. Also es ist schon schwierig, ich komme da noch nicht drauf. So, ne? Und ich bin echt ein Konsumi gewesen. Und das bin ich auch immer noch. Dann war ich sage immer ganz nett, ich bin trockener Choleriker. Ich war wirklich cholerisch über Jahre. Cholerisch, richtig schlimm. Und auch das bricht hin und wieder mal wieder durch. So, ne? Wenn ich zum Beispiel gestresst bin, wenn viele Sachen nicht so funktionieren und so, dann kommt auch dieser Teil immer mal wieder. Mhm. Aber das ist das, also wenn jemand für Veränderungen steht, dann wahrscheinlich ich irgendwie. Veränderung ist schon auch ein Thema von so. Ne? Was war denn das Schlimmste, wenn ich fragen darf, was du in deinem Leben erlebt hast, was das Schwierigste war, wo du gesagt hast, wow, da bist du am meisten gewachsen. Das hat so wehgetan, aber du bist so dankbar im Nachgang dafür. Ja, das war definitiv die Sache mit meinem Opa. Also, weil ich war in diesem Seminar, ja, in diesem Kennenlernen-Seminar, und da ging es in einer Übung darum, mal zu gucken, was ist eigentlich wirklich wichtig, ne? Was ist mir wichtig? Das war eine sehr emotionale Übung. Die war so emotional, dass sozusagen 80% der Klasse wirklich geweint haben. Es ging auch durchaus darum, mal seinen Gefühlen freien Raum zu lassen. Mhm. Und ich war aber an dem Zeitpunkt, war ich da noch nicht, also ich habe sozusagen über die ganze halbe Stunde oder wie lange es auch immer ging, habe ich immer meine Gefühle unterdrückt. Das hat dazu geführt, dass ich 3 Tage lang Halsschmerzen hatte, wirklich Halsschmerzen. Ja. So, weil ich saß da und so, nein, ich werde jetzt nicht weinen, so. Und im Verlauf meines ersten Jahres als Trainer dann kam es zu folgender Situation. Ich hatte vorher 4 Jahre den Kontakt zu meinem Opa abgebrochen, weil ich nicht damit umgehen konnte, dass er dement war. Mhm. Also der hat mich irgendwann mal nicht mehr erkannt und da merkte ich schon so, das berührt mich, das macht, also ich kann damit nicht umgehen, also Kontakt weg. Und in diesem Seminar und auch in der Arbeit mit diesen Menschen, dann ist mir klar geworden, dass ich echt nicht mit meinen Gefühlen umgehen kann. So, und wenn ich aber Trainer werden will und aber immer mitleide, dann bin ich nicht gut, dann kann ich denen nicht helfen, sondern dann leide ich mit. Ich will aber mitfühlen. Mhm. Und dann kam es wirklich, ich glaube nach einem Jahr oder so, kam dann Folgendes. Wir waren im Seminar, hatten zigmal dieses Thema und ich sollte mich vorstellen. Also sozusagen meine erste Vorstellungsrunde alleine, mein erstes Setting alleine und so weiter. Und ich dachte, ich will Tabus einbringen. Ich liebe es, Tabus zu brechen. Und also nicht alle, aber viele Tabus, glaube ich, sind halt einfach Quatsch. Und jetzt wollte ich das Tabu Gefühle irgendwie ansprechen. Und ich dachte, ich erzähle von meiner ersten kleinen Mutprobe. Und die erste kleine Mutprobe hatte ich mir nach diesem einen ersten Seminar gemacht. Ich gehe wieder auf meinen Opa zu. Das heißt, ich suche wieder den Kontakt. Super. Auch wenn ich weiß, das wird mich wahrscheinlich ganz schön stressen. Und ich habe das gemacht und er lag eigentlich nur noch im Bett. Ich habe ihn, also er hat gar nichts mehr. Also er hat nur noch an die Decke gestarrt, war sehr, sehr dement und konnte nicht mehr laufen, gar nichts. Ich habe es 3 Sekunden ausgehalten an seinem Bett. Dann bin ich raus. Ich musste raus. Ich habe es also nicht geschafft, zu meinen Gefühlen zu stehen. Aber die Mutprobe war ja auch nicht dazu zu stehen, sondern den Kontakt wieder zu haben. Dass du überhaupt da warst. Ja, genau. Das war für mich, also das war eine kleine Mutprobe tatsächlich. Ich hatte unfassbare Angst vor diesem Moment. Und es war für mich auch ein Risiko, weil ich Angst hatte, sozusagen, es könnte, was denken die von mir, wenn ich auf einmal so und so eskaliere oder was auch immer. Ne? Machen die sich vielleicht Sorgen oder was auch immer. Und das wollte ich in dem Seminar erzählen.
Und das ist mir voll um die Ohren geflogen. Denn ich habe dann das erzählen wollen, bin aber nicht dazu gekommen, weil mir die Tränen in die Augen geschossen sind. Und ich war so dermaßen da dran, dass ich gesagt habe, ey, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin nach mir hingesetzt und es war wirklich, und die Gruppe, die war großartig. Die haben das am Ende dieser Ende dieses Seminars haben die mir so ein wertschätzendes Feedback gegeben und gesagt, dass das so großartig war, dass ich dazu gestanden habe. Und ich habe ja noch nicht mal so groß dazu gestanden, aber und vor allen Dingen nicht aktiv. Ich wollte das ja nicht, ne? Aber es kam halt raus. Ja. Dass ich dann gesagt habe, ich mache sozusagen auch den nächsten Schritt. Und dann war es so, ich glaube, ein halbes Jahr später kam dann der Anruf, wenn du dich heute nicht verabschiedest, dann hast du keine Möglichkeit mehr. So, ne? Und dann bin ich wirklich aus dem Seminar, mein Mentor hat gesagt, fahr sofort los, bin ich wirklich hingefahren. Und das, um die Frage zu beantworten, war für mich das Allerschwierigste. Hut ab. Also ich merke da auch immer noch, das geht mir echt immer noch nah, mich von jemandem zu verabschieden. Also wo ich wirklich weiß, wenn ich jetzt gehe, wird es das letzte Mal sein. So, und das wusste ich. Und das Krasse war für mich wirklich, und da kriege ich echt Tränen in den Augen, ich habe ihm gesagt, tu mir einen Gefallen, lass los. Und auf der Rückfahrt habe ich die Nachricht erhalten, dass er gestorben ist. Und das war für mich, also da habe ich mir geschworen, nie wieder Angst über mich entscheiden zu lassen. Nie wieder. Ja, ich bekomme also meinen ganzen Körper Gänsehaut. Wenn ich den Mut nicht aufgebracht hätte, dann hätte ich das nie gemacht und hätte mich nicht verabschiedet. Und das war wirklich, und da war für mich Mut geboren als mein Thema. Also es war wirklich, weil ich nicht möchte, dass man, das ist ja eine unbegründete Angst, das ist ja ein Quatsch. Wir können doch weinen, wir können trauern, ja? Aber so viele unbegründete Ängste hindern uns an Erfolg, an zufriedenem Leben und Glück und so. Und ich habe geschworen, nie wieder lasse ich das zu. Ich bin dir so dankbar, dass du das als Mann sagst. Das ist so schön. Ja, ich habe gerade am ganzen Körper Gänsehaut bekommen. Ja, ich habe immer ein bisschen Pipi in den Augen. Ja. Das ist, ja, ich finde das gar nicht schlimm. Ja. Heute kann ich das ganz gut erzählen von, ja, vor Jahren war das noch ein bisschen anders, aber das ist auch in Ordnung. Und das erlebe ich halt sehr häufig, ob ich jetzt Führungskräfte-Seminare mache oder was auch immer. Es gibt einfach unglaublich viele Männer, die mit diesem Glaubenssatz halt aufwachsen. Mhm. Und das finde ich schade, weil es führt meiner Meinung nach zu Ungesundheit, zu Unglück und was auch immer. Ja? Also, ja. Ja. Du hast dich ja wahrscheinlich nicht ohne Grund ja auch psychologischen Hintergrund des Mutes gewidmet. Magst du dazu mal was sagen? Ja, das hat mit der Frage zu tun, warum tun Menschen, was sie tun? Ich wollte immer wissen, was sind das für Mechanismen dahinter? Warum handle ich so und bei jemand anderem so? Was gibt es? Und da war ich immer in der Psychologie. Ich habe dann aus diesem Choleriker raus, habe ich irgendwann, bin ich dem Buddhismus verfallen. Also ich bin eigentlich sehr gläubig aufgewachsen. Also meine Eltern wollten katholisch und Kommunion und so, das war alles irgendwie wichtig. Kleines Dorf, das hat da jeder gemacht. Ich glaube, meinen Eltern war das auch nicht mal so wichtig, aber das hat man halt gemacht und ich bin immer rebelliert. Ich hatte keine Lust auf diese Unterrichte. Und aufgrund des Cholerischseins habe ich halt irgendwann geguckt, ey, Achtsamkeit soll da helfen, dann probierst du es halt mal aus. Und ich habe das heimlich gemacht. Also ich war Sportleiter bei der Bundeswehr und hatte den Hallenschlüssel. Und dann bin ich morgens wirklich angekommen und bin als erstes in die Halle, hinter den Mattenwagen und habe dann Kopfhörer aufgesetzt und habe meine Achtsamkeits-CD gehört. So, ne? Also so peinlich war mir das am Anfang. Ne? Und so bin ich zum Buddhismus gekommen und den Buddhismus fand ich von Anfang an faszinierend, weil es einfach so, irgendwie war es für mich einfach. Es war irgendwie, hatte was mit diesem Ruhe zu tun. Ich bin auch eigentlich ein total ruhiger Typ. Also klar, wenn ich mal irgendwie von was gefangen bin, dann brenne ich auch auf, aber innerlich bin ich tatsächlich eher ein ruhiger. So. Und diese Ruhe hat mir unglaublich gut getan.
Und ja, dann habe ich mich damit befasst und habe dann gleichzeitig aber geguckt, was hat das mit der Psychologie zu tun? Was macht die Psyche? Dann ging das über Studien, auch schon während meines Studiums geguckt, was passiert eigentlich im präfrontalen Kortex, wenn ich meditiere, Veränderungen, habe da erste Vorträge gehalten. Und dann kam die positive Psychologie. Und die positive Psychologie ist für mich die wissenschaftliche Antwort auf den Buddhismus, weil ich finde unglaublich viele Parallelen zwischen positiver Psychologie und Buddhismus und habe dann gedacht, okay, Vipassana-Meditation und Meditation und Buddhismus will kein Schwein hören, will kein Schwein kaufen, ist alles eher so Scheiß für viele Leute, aber positive Psychologie, das nehmen wir. Das heißt dann anders, ist wissenschaftlich und so, also ne. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich das. Und dann habe ich mich ausbilden lassen, bin mittlerweile Coach und Berater, was sowas, Themen wie Resilienz und sowas betrifft, habe ich halt auch gemacht. Aber das war meine Neugier. Also ich wollte wissen, kann ich zu meinem zufriedenen Leben noch was irgendwie beitragen? Dies war Teil 1. In der nächsten Quint.E-Podcast-Folge geht es weiter. Das war dein Quint.E-Podcast mit Beatrice Bürger. Echte Geschichten von echten Menschen. Aus dem Leben gegriffen, authentisch und wertvoll, regen sie zum Nachdenken an, geben die Möglichkeit zum Reflektieren, um so mehr Klarheit zu erlangen. Jede Folge hat eine Botschaft, ist authentisch und bietet dir die Möglichkeit, das Beste für dich mitzunehmen. Abonniere, bewerte, teile oder kommentiere diese Folge, um die Botschaft und den Podcast weiter zu verbreiten. Kennst du einen interessanten Interviewpartner für unsere Zuhörer? Dann verwende die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Dort findest du ebenso weiterführende Links. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.